Yoldash ist türkisch und bedeutet Weggefährtin. In unserem Mentoring-Projekt bringen wir Kinder aus türkischsprachigen Familien mit ehrenamtlichen MentorInnen zusammen. Wir möchten dadurch die Chancengleichheit der Kinder verbessern und den interkulturellen Dialog fördern. Yoldash ist ein Projekt der Bürgerstiftung Hamburg und wurde 2008 gegründet. Die Bürgerstiftung ist eine Gemeinschaftsstiftung von HamburgerInnen. Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Wir wählen die Kinder und MentorInnen gezielt aus, bringen sie zusammen und begleiten sie auf ihrem Weg. Zudem organisieren wir Workshops und gemeinsame Ausflüge. In Hamburg haben wir eine sehr große türkischsprachige Community, mit der wir gut vernetzt sind. Wir haben eine enge Verbindung zu den Familien und ein großes Vertrauen aufgebaut. Ich habe selber keine Kinder, komme aber aus einer kinderreichen Familie, habe auch viele Nichten und Neffen und irgendwie fehlt mir dann was, wenn ich das nicht unmittelbar auch in Hamburg hätte. Mir macht Spaß zu sehen, wie Ada sich entwickelt. Das ist eine große Freude. Und mir macht Spaß, wie Hekat mich in den Tisch läutert im Wasser, wenn wir beim Schwimmbad sind. Ich wollte halt gerne ein Ehrenamt machen, gerne eins mit Kindern und habe mich informiert und hatte da verschiedene Mentorenprojekte. Und Yoldash fand ich halt besonders interessant, weil es diesen türkischen Migrationshintergrund hat, den ich ja nun auch habe. Und ich dachte mir, ach, früher als Kind hätte ich mir auch eine Mentorin gewünscht. Für mich ist das Spaß mit einer kleinen Freundin. Genauso bei mir. Man trifft sich ja einmal in einer Woche und wenn ich mal was machen will, aber es nicht kann, zum Beispiel wenn mein Vater keine Zeit hat, dann wende ich mich auch an Ina und sie sagt dann immer, ja klar, sie kann mir dabei helfen. Also ich habe von Ina gelernt, dass Sachen, die eigentlich keinen Spaß machen, auch Spaß machen, so wie Buchlesen. Unsere ProjektteilnehmerInnen sind ganz unterschiedlich. Einige kennen sich erst kurz, andere sind bereits seit vielen Jahren zusammen. Manche gehen viel raus, andere besuchen gern Museen oder kochen gemeinsam. Das Schöne bei Yoldash ist eben genau das, dass das Engagement so persönlich und individuell gestaltbar ist. Das Tandem wurde von der Stiftung ausgeschrieben, ob jemand Lust hat, daran zu schrauben, es wieder fit zu machen. Beim Tandem haben wir eine Tür genommen, eine Metalltür. Haben Stücke fürs Tandem ausgeschnitten. Danach wurden die erstmal geschliffen, danach wurden die angesprayt, dann haben wir die befestigt und zum Schluss haben wir das Tandem dann geputzt und es wieder straßentauglich gemacht. Ja. Einigermaßen. Unsere Mentorinnen sind mindestens ein Jahr im Projekt und treffen sich alle ein bis zwei Wochen mit ihren Mentees. Das ist Voraussetzung, um ehrenamtlich bei uns mitzumachen. Jede und jeder Erwachsene, die oder der Spaß an der Arbeit mit Kindern und Zeit und Lust hat, sich einzubringen, kann Mentorin oder Mentor werden.